Hey Leute, und willkommen zu dem finalen Part von Star Wars Episode 1. Im letzten Part sind wir zurück auf Naboo gekommen, haben ein bisschen gegen Maul gekämpft und Obi-Wan, so ungeschickt wie er ist, in einen anderen Teil des Levels gelandet. So, hier muss ich auch erstmal mich orientieren. Es ist kein Bug oder so, diese Sounds. Man hört nur Qui-Gon und Maul miteinander kämpfen. Soweit ich weiß, kriegt Qui-Gon hier auch keinen Schaden. Das ist auch sehr richtig. Gut, hier drauf. Wir müssen hier jetzt erstmal wieder ein bisschen... Oh. Da müsste ich mal meinen Controller anschließen, aber für diesen Part würde das jetzt noch ausreichen. Wir müssen hier ein bisschen rätseln, hier in diesem Abschnitt. Ja. Das war sehr knapp. Das hätte ich auch besser lösen können, aber was soll's. Ah, ich habe ihn auch noch gekriegt. Sehr gut. Die ganzen Droiden, die sind überall. Gut, so. Mit haben wir Licht an. Noch mal kurz. Ich muss hier ein bisschen langsamer vorgehen, weil wenn ich mir den Stick lenke, dann rennt er automatisch und mit dem Digi-Kreuz dann kann ich ganz normal laufen. So, wohl. So will ich das sehen. Auf jeden Fall, wenn die PS2-Ära jetzt wieder demnächst irgendwann startet. Wie gesagt, will ich erstmal gucken, dass ich die das ein oder andere Let's Play, was ich angefangen habe, beenden werde. Oder beziehungsweise weiterführen werde. Das war dumm, meine Freunde. Ach, du lebst ja noch. Und hier haben wir ein Medipack. Ja, ich werde das dann immer so halten, ein längeres Projekt und ein kürzeres Projekt. Ob ich das dann natürlich durchhalte, ihr kennt das ja bei mir, ne? So, da vorne muss ein Geschütz sein, glaube ich. Gut, habe ich gekriegt. Das war jetzt nicht geplant, dass ich das Geschütz ausschalte. Oh, 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 oh. Na, das mache ich nochmal neu. Das geht gar nicht. Türme. Ah, hier. Hier. Damit können wir die ganzen Gegner flankieren. Oh, auch noch hier Druiden-Captain. Warte mal, kann ich hier was machen? Raketenwerfer, sehr lecker. So, hier. Was haben wir hier? Muni oder? Beides ist noch besser. So. Kommen wir hier nochmal irgendwo hin? Oder... Nee, das war's. Alles klar, aber es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Warte mal, kann ich hier ran?
Weil ich nämlich irgendwie Ahnung habe. Sucht einen Weg, um diese Kanonen herumzufinden. Ich gebe euch von hier aus Deckung. Euer Hoheit, ihr müsst einen Weg um die Kanonen herumsuchen. Eure Untertanen zählen auf euch. Ich weiß, Panaka, ich weiß. Nee, kann ich nicht verwenden. Danke fürs Aufpassen, Panaka. Puh. Oh, meine Fresse, ey. So ein Hin und Her. Gut, oh, der kam hier raus. Nee, hier kann ich nichts machen. Das war auch wieder blöd. Warte mal, das machen wir nochmal neu. Das ist schon mal besser. Ja, komm, hier, ich mach's kaputt. Extra für dich, Panaka. Wir müssen die Schlüsselkarten finden. Okay, hier haben wir jetzt auch einen Bereich, wo öfters Gegner jetzt spawnen werden. Ja, komm, das nehmen wir jetzt mit, scheiß drauf. Okay, das war's. Nein! Och, Mann. Hätte ich doch gleich gewechselt. Schieß auf Panaka, nicht auf mich! Meine Fresse. Blaue Schlüsselkarte. Haben wir es jetzt noch mal ein bisschen knackig. Oh! So. Ne, ich lass Panaka vor. Los. Nicht dein Ernst, nein! Und der rennt die ganze Zeit. Jetzt habe ich noch Granaten. Ich habe nur. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, Digga, ey. Danke, Panaka, dass du diesmal wenigstens ein bisschen mir geholfen hast. Okay. Ich muss auch dazu sagen, beim letzten Mal privat durchspielen habe ich genauso viel Leben gehabt wie jetzt. Los, komm, Panaka, schieß. Boah, wir müssen uns beeilen. Der hat den. Okay.
Ein Raum mit nichts. Ich könnte aber... Ist aber auch kein Versteck hier, ne? Ist schon komisch. Ich brauch... Es kann doch hier nichts sein, ey. Och, Mann. So, da brauchen wir die rote. Ne, da sind keine mehr. Hier ist auch nichts. Ja, super. Oh, kein Versteck. Okay, dann müssen wir es ohne machen. Eine Schlüsselkarte, die wir jetzt noch brauchen, ist hier auf eine Säule versteckt. So. Wir rücken das am besten noch ein bisschen weiter, genau so. Weil wenn wir da runterspringen, egal wie viel Leben wir haben, wir würden auf jeden Fall Schaden kriegen. Das ist schon mal das Erste. Und da wir ja so viel Leben haben, werden wir definitiv nicht sterben. Zwinker, zwinker. Dieses Ganze ist auch das Letzte. Nein, nicht das Letzte. Ich wollte gerade sagen, dass es das Letzte ist, aber ist es nicht. Das letzte Schieberätsel. Gut. Gut, wir haben's. Da habe ich beim letzten Mal ein bisschen länger gebraucht. Vorwärts. Ich hoffe, da ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Leben drin. Ihr kleinen Reidigen. Gut. Sehr gut. Aus Fehlern lernt man. Oder beziehungsweise sollte man. So, nächster Abschnitt mit Obi-Wan. So, jetzt muss ich gleich gucken, wo wir hin müssen. Ja, am besten hier. So, wieder eine Sprungeinlage, was ich nicht schaffe, weil ich zu dumm bin. Aber ich muss auch sagen, dass diese Art von, also ihr Zurückspulen, wirklich extrem hilfreich ist. Ich meine, klar, wir hätten jetzt keine so lange Ladepausen oder Ladesequenzen, wenn wir den Spielstand laden. Aber dennoch, es macht es ungemein einfacher. Das hier? Nee. Okay. Oder? Nö. Was so anders aussieht. Das war wieder mal haarscharf. So. Jetzt gibt es nämlich noch mal ein kleines Puzzle. Wir müssen nämlich die Kiste, die wir da oben haben, hier runterziehen und dann durch dieses
weitere Puzzle hindurch bekommen, damit wir nämlich weiterkommen. Du sollst ziehen, Obi-Wan. Aber kann ich jetzt irgendwie hier was? Nope. Das spielt jetzt auch gar keine Rolle, wie viel Leben wir beim Endgegner haben. Beim Maul. Weil wir sind gut ausgestattet. Wir haben... Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Wir haben 7 Demal-Detonatoren. Die sollten mehr als ausreichend sein. Weil ihr habt ja gesehen, mit einem Lichtschwert gegen Maul zu kämpfen, ist wirklich eine Tortur. Deswegen tue ich mir das nicht an und nehme, und wie würde Obi-Wan sagen, unzivilisierte Waffen. Wir passen durch. Gut, wir dürfen die Dinger nur nicht berühren. Ah, okay, wir müssen das, die Kiste hier rüber ziehen. So. Auf geht's nach oben, um diesen Irrgarten zu entwirren. Das heißt erstmal, wir müssen halt nur gucken, dass die Mitte offen bleibt. Okay, das ist schon mal richtig. Das stimmt auch. Das kann man auch so lassen. Ist jetzt auch nichts, warum haben wir da schon... Tatsache, wir haben das Rätsel schon gelöst. Ich weiß nicht, ob man auch noch irgendwie zickzack irgendwie das so machen kann, dass man die Kiste dann zickzack durchzieht, schiebt, whatever. Warte mal, brauche ich jetzt wirklich die Kiste? Ich bin einfach mal zu frei und gucke mal. So wie es aussieht, brauchen wir die doch nicht. Okay. Alles klärchen. Ne, wir haben die wirklich nicht hier gebraucht. Alles klar. Dann erzähle ich nur wieder Müll. Gut, der letzte Abschnitt mit Padme. Ihr steht mir in der Schusslinie. Da. Jetzt können wir wieder mal. Boah, die Framerate, ey, ist gar nicht so viel los, ey. Die sind wichtig, dass wir die killen, weil die haben Raketenwerfer. Och man, diese... Ich vergesse das immer, dass es umgedrehte Steuerung ist. So, jetzt kommt auch noch der Druidika. Runter! Ich weiß nur nicht, ob die in den Stadt müsste, glaube ich, auch was sein. Wenn die Druiden endlich mal aufhören würden zu spawnen. Ah, siehst du, ein Medipack. Das nehme ich gerne an mich. So, das war's. Oder? Jawohl, diesmal hat's geklappt. Willst du mich rollen? Ich wurde angeschossen, ich... Sind wohl veraltete Modelle scheinbar, hä?
Die mache ich jetzt nicht extra kaputt, weil wie gesagt, das ist jetzt auch der letzte Abschnitt mit Ich bin nicht verletzt. Gehen wir weiter, bevor es zu spät ist. Ich glaube, er ist schon im mittleren Bereich, glaube ich. Uff, nur der Grafikbug. Oh. Was machst du hier draußen auf dem Balkon, rauchen oder was? Oh, ist das süß. So, somit sind wir im Thronsaal. Wir lassen ein paar Naka noch rein. Und rüsten schon mal das Beste vom Besten aus. Ach, ich muss ihn erstmal zeigen. Hier, hier bin ich. Ich hatte mich bereits gefragt, ob ihr jemals zurückkommen werdet. Habt ihr euch endlich dazu durchringen können, den Vertrag zu unterschreiben? Du wirst für deine Taten bezahlen, Schurke. Ihr seid mir in die Falle gegangen. Kampfdroiden, umstellt sie. Eliminiert sie. So, noch irgendwelche Reden. Ich ergebe mich. So, letzter Abschnitt. Jetzt sind wir wirklich in endgültig in Endgame. So. Ach ja, und mal wieder ein Spiel durchgespielt, was ich schon vor kurzer Zeit durchgespielt habe. Wann war das? Weihnachten, wo ich das durchgespielt habe? Oder kurz nach? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ich ganz außer Häuschen, wo Sony das in den Store reingepackt hat. Stirb, Jedi, stirb. Nein! Ich habe deinen Meister getötet. Und jetzt ist es auch für dich an der Zeit zu sterben, junger Jedi. So. So, er... Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück. So. Jetzt muss ich erstmal eine gute Position finden, damit er mich nicht, erstens nicht trifft. Er nimmt trotzdem Schaden, obwohl wir noch nicht, obwohl seine, Leiste da ist. Er nimmt dennoch Schaden. Naja, hast du noch nicht genug. Das war's. Meister, ihr seid verletzt. Ja, mein Schüler. Der Sith hat einen tödlichen Treffer gelandet. Sagt so etwas nicht. Ihr werdet es überleben. Es ist an der Zeit, Obi-Wan. Bald werde ich eins sein mit der Macht. Aber, Obi-Wan, du musst mir versprechen. Was immer ihr wollt, Meister. Obi-Wan, du musst Anakin ausbilden. Aber was ist mit der Entscheidung des Rates? Skywalker ist der Auserwählte. Nutze alles, was ich dir beigebracht habe, um ihn zu unterrichten. Ja, Meister. Ich schwöre, so soll es sein. Gut. Obi-Wan, du bist nicht länger mein Schüler. Du bist jetzt ein Jedi-Ritter. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Möge die Macht mit euch sein. So, damit haben wir das Spiel auch abgeschlossen. Ja. Das waren noch Zeiten damals als Kind, wo das Spiel rauskam. Habe ich das damals zu Weihnachten bekommen
Und ich habe das wirklich tot gespielt, dieses Spiel. Wie blöde. Kann sein, dass auch einige Geheimnisse im Spiel jetzt ich nicht entdeckt habe, die selbst ich nicht weiß. Also bei den Leuten, wo ich reingeschaut habe, habe ich die meisten Geheimnisse, wussten die Geheimnisse nicht, aber ich. ja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ja, jetzt lassen wir die Credits noch runterlaufen. Ich muss sagen, es hat zwar dennoch einige Bugs, zum Beispiel wenn Amidala sich irgendwo rein manövriert und nicht mehr rauskommt irgendwie, keine Ahnung, aber durch diese Funktion, dass man halt zurückspulen kann, macht das Spiel um einiges angenehmer, aber ich würde auch so sagen, kann man sich das Spiel ganz gut geben. Es ist jetzt nicht sonderlich von der Steuerung her schon gar nicht, nicht so scheiße oder so, aber ne, ich denke mal, wenn man halt erwartet, hier mit dem Lichtschwert ne, einiges reißen zu können, vielleicht kann der eine oder andere das als Challenge machen. Ich werde es definitiv nicht machen, weil ich die Bosskämpfe zum Kotzen finde. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, eins meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Ich habe immer sehr viel Spaß gehabt und selbst wo ich das letzte Mal privat und auch jetzt als Let's Play durchgespielt habe, es ist immer nach wie vor immer noch ein Genuss, wie ich dieses Spiel genießen kann. Und ich kann es nach wie vor jedem mal raten. Wenn ihr Bock habt auf ein Retro-Spiel, es kostet nicht viel. Ich glaube höchstens 5, vielleicht 10 Euro, wenn es hochkommt. Guckt es euch einfach mal an, wenn ihr Bock auf Retro habt. Ob es euch dann gefällt, ist eine andere Sache, aber ich kann das Spiel euch nur wärmstens ans Herz legen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, damit ist dieses Let's Play, wie gesagt, abgeschlossen. Morgen werde ich dann Left 4 Dead weiter aufnehmen. Ne, Quatsch, ich werde morgen Dynasty Warrior, um die Way-Kampagne fertig zu machen. Darauf den Tag werde ich dann mit Left 4 Dead weitermachen. Und dann vielleicht wieder mit Mortal Kombat Deception. Da sollte uns jetzt auch nicht mehr so viel erwarten. Und dann sind wir da auch durch. Ja, was die Streams in Zukunft angeht, weiß ich nicht. Ich werde es nach wie vor belassen, dass ich das spontan mache. Euch das nicht ankündige und dann habe ich keinen Bock oder sowas. Ich werde mich jetzt hauptsächlich gucken, dass ich auch wenn ich jetzt wieder arbeiten bin, am Wochenende mich dann Samstag mal eine Stündchen oder so mich mal hinsetze, unabhängig davon, was ich aufnehme, ne, eben halt ein bisschen was aufnehme und dann halt gucken, wann ich das dann heute hochlade. Je mehr Videos ich in petto habe, die ich dann irgendwann mal hochladen kann, umso besser ist das dann auch für den nächsten Urlaub. Der wird wahrscheinlich eh erst Ende des Jahres sein, aber es gibt ja noch den einen oder anderen Feiertag dazwischen, wo ich vielleicht auch verlängertes Wochenende habe, da muss ich mal gucken. Da wo ich dann halt die Zeit investieren kann, wieder weiter aufzunehmen. Ja, und wie ich auch schon in einem oder anderen Part gesagt habe, wenn erstmal die ganzen Let's Plays erstmal durch sind, kommt dann die PS2-Ära wieder zurück. Da wird natürlich erstmal das zu Ende gebracht, was ich angefangen habe. Und ich freue mich auf jeden Fall, das ein oder andere Spiel euch zeigen zu können, was jetzt so auf YouTube jetzt nicht so krass zu sehen ist. Ne? So den Re-Let's Plays zum Beispiel, Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses wurde ja gewünscht. Ich werde das gucken, dass ich das dann dann so schnell wie möglich in Angriff nehme. Es wird dann auch wieder etwas länger dauern. Es wird mich einiges an Kraft kosten mit diesen zwei Karten, die ich ja so gesagt nicht nutzen sollte. Aber da werden wir halt sehen, wie das dann halt vomstatten geht. In dem Sinne hoffe ich... Oh, hier kommt noch ein Endcredits. Ja. 11 Stunden. Das kommt mir aber nicht vor wie 11 Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Ja, in dem Sinne, Leute,
Haut rein und ciao.